Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Diagnose und das werden wir heute gemeinsam durchführen. Wir haben ein Fahrzeug aus 2016 mit knapp 100.000 Kilometern und wir werden gemeinsam das Fahrzeug unter die Lupe nehmen. Wir werden die einzelnen Komponenten des Motors, Getriebes, Elektronik durchprüfen, dass ihr seht, wie weit so eine Diagnose überhaupt geht, welche Komponenten man prüfen kann. Und das wird sicherlich für viele von euch interessant sein, wenn sie vorhaben, ein Fahrzeug zu kaufen oder überlegen, ihr altes Fahrzeug zu behalten. Das Gute bei den modernen Fahrzeugen ist, dass man nichts dem Zufall überlassen muss. Das heißt, man kann jede teure Komponente prüfen, bevor sie kaputt geht. Und man kann das Fahrzeug auch im Blick behalten und die einzelnen Komponenten, sodass teure Reparaturen niemals notwendig werden. Viele von euch haben natürlich nicht die Möglichkeit, so wie dieser Kunde, hierher zu kommen und das Fahrzeug zu prüfen. Der möchte das Auto kaufen und möchte natürlich nicht die Katze im Sack kaufen. Obwohl das Auto natürlich eine Gebrauchtwagengarantie hat, weiß er, dass viele Komponenten nicht von der Gebrauchtwagengarantie abgedeckt sind. Wie zum Beispiel ein Dieselpartikelfilter bei den Dieselfahrzeugen, der 3.000 Euro kostet, ein Katalysator bei den Benzinern, eine Batterie oder wenn das Auto einfach versottet ist, zum Beispiel durch Ruß. Die Ansaugbrücke oder die Versottung der Ansaugkanäle, das alles kostet sehr viel Geld in der Reparatur, aber das deckt die Garantie nicht ab. Für solche Kunden, die nicht zu uns kommen können, haben wir auch eine Möglichkeit gefunden, euch auch aus der Ferne zu helfen. Ihr braucht einfach einen Laptop mit Internet und Windows und wir schicken euch so ein Kabel. Dann können wir alles, was wir gleich in diesem Video gemeinsam prüfen, können wir auch aus der Ferne prüfen. Das heißt, jede Komponente, die wir prüfen, davon bekommt ihr über einen Messenger-Dienst ein Bild mit einer Sprachnachricht, was das bedeutet, wie der Zustand ist und was es kosten würde, das in einen vernünftigen Zustand zu bringen. Und so gehen wir Stück für Stück sozusagen durch und dann wissen wir insgesamt, wie ist der Zustand von eurem Fahrzeug, was ihr eventuell kaufen möchtet oder von dem Fahrzeug, was ihr zum Beispiel bereits habt und überlegt, soll ich das verkaufen oder noch länger fahren, das ist euch überlassen. Wir prüfen hier in dem Fall als allererstes den Partikelfilter. Das ist eine sehr teure Komponente, aber es muss nicht teuer werden. Und man muss es auch nicht so weit kommen lassen, dass der Partikelfilter kaputt geht oder dass man ihn irgendwann für viel Geld austauschen kann. Man kann alles prüfen und das werden wir gemeinsam machen. Wir prüfen den Partikelfilter jetzt im Leerlauf. Das heißt, hier haben wir den Abgasgegendruck, den wir prüfen und wir haben hier maximale Werte von 35. Das heißt, wir sehen, in dem Fall haben wir Werte von 7 von 8. Das heißt, das ist eine Beladung von unter 30%. Das ist super. Dann erhöhen wir jetzt die Drehzahl. Das werdet ihr wahrscheinlich hören. Und es ist so, dass wir jetzt den Abgasgegendruck prüfen bei 2000 Umdrehungen. Denn natürlich variiert er je nach Drehzahl. Und wir gucken, wie sind die Werte hier. Denn wir wollen den Zeitpunkt nicht verpassen, dass der Partikelfilter sich so zusetzt, dass das Auto ihn von sich aus nicht mehr reinigen kann. Hier sehen wir zum Beispiel, hier haben wir einen Wert von 32 von 75. Das ist super. Aber es kann natürlich auch passieren, dass bei einem Fahrzeug, was 8 oder 10 oder 15 Jahre alt ist, der Partikelfilter uns zwar gute Werte anzeigt, aber der Sensor, der das Ganze misst, kaputt ist. Der Sensor kann ja natürlich auch nicht mehr richtig funktionieren, der kann sich zugesetzt haben, der kann sich natürlich über die Jahre verändern. Deswegen schauen wir uns auch an, in welchem Zustand sind die Ist-Werte des Partikelfilters? Wie hoch ist die Rußmasse? Wann hat der Partikelfilter regeneriert? Sind diese Werte überhaupt plausibel oder sind diese Werte nicht plausibel? In dem Fall haben wir die Möglichkeit, uns die Rußmasse anzuschauen. Bei so einer Beladung des Partikelfilters sollten wir in jedem Fall eine Rußmasse unter 20 Gramm haben. Und das werden wir jetzt gemeinsam einmal prüfen und gucken, wie ist das hier der Fall. So, hier haben wir Werte von 16 Gramm. Ne? Das ist plausibel. In dem Fall sehen wir zum Beispiel eine sehr wichtige und positive Sache, dass der Softwarestand des gesamten Fahrzeugs ist aus 2022, sogar Ende 2022. Das Fahrzeug wurde gebaut Anfang 2016. Und das ist kein Zufall, dass der Partikelfilter in so einem guten Zustand ist. Denn wenn die Software des Autos aktuell ist, dann sind natürlich Prozesse wie Regeneration von Partikelfilter, Entschwefelung von einem Katalysator und auch eine frühe Erkennung von Fehlern von Sensoren perfektioniert. Das heißt, diese ganzen Prozesse arbeiten ideal und deswegen haben wir auch hier eine vernünftige Beladung des Partikelfilters. Es passiert sehr häufig, dass wir Fahrzeuge haben, die zum Beispiel seit 10 Jahren noch nie ein Software-Update bekommen haben. Und die Fahrzeuge, die
haben keine Fehler. Wenn wir jetzt die einzelnen Komponenten prüfen, sehen wir, dass die Komponenten nicht vernünftig funktionieren. Aber zum Beispiel die Software ist noch nicht so weit, dass sie einfach fehlerhafte Sensoren rechtzeitig erkennt und einen warnt, bevor es teuer ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht immer, euer Fahrzeug auf einen relativ aktuellen Softwarestand zu halten. Das heißt, maximal 2-3 Jahre. BMW kann euch natürlich ein Software-Update machen. Dort haben wir aber den großen Nachteil, dass das gesamte Fahrzeug programmiert wird. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel dieses Auto angucken, wir haben hier bestimmt 20 Steuergeräte. Wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich immer versuchen, die Software relativ aktuell zu haben. BMW muss leider das gesamte Fahrzeug updaten, das heißt, alle Steuergeräte müssen bei BMW auf den neuesten Softwarestand programmiert werden. Und das ist natürlich gefährlich. Bei 20, 30 Steuergeräten haben wir immer jedes Mal die Gefahr bei der Programmierung der einzelnen Steuergeräte, dass ein Steuergerät dabei kaputt geht, abstürzt und ihr seid diejenigen, die das bezahlt. Deswegen haben wir die Möglichkeit, auch einzelne Steuergeräte zu programmieren. Denn das einzige Steuergerät, wo ein Software-Update Sinn macht, ist das Motorsteuergerät und eventuell das Getriebesteuergerät. Aber dazu komme ich noch etwas später, wenn wir aufs Getriebe eingehen. Wir werden jetzt die weiteren Komponenten des Motors prüfen. Ich gehe mal lieber auf die Seite, dann ist das vielleicht besser. Wir haben natürlich hier viele sehr spannende Komponenten, die wir prüfen können. Wir gehen jetzt einmal weiter mit den Injektoren zum Beispiel. Die Injektoren sind sehr teuer und oft auch gar nicht lieferbar. Das heißt, bei einem Diesel, in dem Fall haben wir 6 Injektoren, jeder kostet um die 500 Euro, ohne Einbau, ohne Kodierung, haben wir natürlich das große Problem, bei 6 Stück wird das eine relativ teure Angelegenheit. Und oft ist es einfach so, dass bei BMW nicht ein Injektor getauscht werden kann, sondern es müssen alle 6 gewechselt werden. Denn einen Injektor zu finden aus der gleichen Charge wie euer Fahrzeug ist fast unmöglich, denn es gab mittlerweile, glaube ich, 17 Revisionen von den Injektoren und das ist natürlich nicht einfach. Und wenn man jetzt alle 6 tauscht, ist das eine sehr teure Angelegenheit. Wir gucken uns deswegen einmal die Werte der Injektoren an. Natürlich kann man die Injektoren in einem gewissen Bereich reinigen. Es gibt Zusätze, die man in den Tank mit dazu packt und dadurch kann man diese Verkokung, diese Ablagerung der Injektoren sozusagen entfernen. Dadurch entfernt man natürlich auch gleichzeitig die Verkokung bei der Hochdruckpumpe. Aber man muss das ja auch wissen. Das heißt, wenn ich so ein Fahrzeug zum Beispiel kaufe und meine Injektoren sind in keinem guten Zustand, dann möchte ich das wissen, denn ich muss ja irgendwie kalkulieren, wie viel es mich kostet, der schlimmste Fall zum Beispiel, wenn ich die tauschen muss. Und deswegen macht so eine Diagnose aus der Ferne halt oder eine Diagnose an sich Sinn. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben 6 Injektoren. Der schlechteste hat einen Wert von 0,5. Das ist super, vor allem für ein Fahrzeug, was 4 Jahre alt ist und 100.000 Kilometer gelaufen. Wenn wir, sagen wir mal, neue Injektoren haben, haben wir Werte von 0. Ein defekter Injektor hat Werte von 4. Als nächstes fangen wir jetzt mit wirklich sehr spannenden Sachen an, und zwar mit den Dreiklappen. Wir haben bei dem Fahrzeug Dreiklappen und die Dreiklappen befinden sich in der Ansaugbrücke. Hier sieht man zum Beispiel so eine Ansaugbrücke und hier sieht man zum Beispiel die Dreiklappen. Genau, und hier kann man zum Beispiel sehen, komm mal vielleicht von der Seite, dann kann man das besser sehen. Hier seht ihr, die Dreiklappen bewegen sich so hin und her. Und ihr seht, die sind natürlich verrußt. Dieser Ruß sorgt dafür, dass die nicht richtig schließen können oder beim Bewegen einfach ein Hindernis haben. Und genau das ist das, was wir prüfen. Das ist halt leider wieder eine Komponente, die von der Garantie nicht übernommen wird. Das heißt, wenn ihr einen Motor habt, der versottet ist, wo die Dreiklappen zum Beispiel klemmen, ist das euer eigenes Problem. BMW sagt, wenn zum Beispiel das Fahrzeug sehr viel Stadt fährt, dann natürlich versottet der ganze Motorbereich mehr, als wenn das Auto Autobahn fährt. Deswegen ab einer bestimmten Laufleistung muss man die Ansaugbrücke reinigen oder tauschen und eine Walnussschalenreinigung der Ansaugkanäle machen, die wir als nächstes prüfen. Und wir können hier gemeinsam jetzt einmal sehen, in welchem Zustand sind denn zum Beispiel meine Dreiklappen. Klemmen die oder klemmen die zum Beispiel nicht? So. Hier sehen wir zum Beispiel gleich zwei Kurven. Wir haben eine blaue Kurve und wir haben eine rote Kurve. Und wir sehen zum Beispiel, dass die Dreiklappe die blaue Linie nicht die rote erreicht. Das heißt, die Dreiklappe klemmt bereits. Warum klemmt sie? Weil dem Motor werden permanent Abgase hinzugeführt und diese Abgase lagern sich natürlich ab. Und die lagern sich natürlich in der Ansaugbrücke ab und sorgen dafür, dass die Dreiklappen nicht richtig schließen können. Das ist blöd, weil zum Beispiel, wenn wir einen bestimmten Bereich sozusagen überschreiten,
dann wird ein Fahrzeug nicht mehr regenerieren. Das heißt, eine Regeneration des Partikelfilters wird nicht mehr funktionieren. Deswegen sind die drei Klappen auch sehr wichtig, dass sie vernünftig funktionieren. Außerdem ist es einfach so, wir haben bei den drei Klappen einen Stellmotor, der die ganzen drei Klappen immer betätigt. Haben wir dort zum Beispiel sehr viel Ruß, sehr viel Dreck, dann hat der Stellmotor natürlich mehr zu arbeiten. Irgendwann geht er kaputt. Und wenn er kaputt geht, dann sozusagen haben wir natürlich das Problem, dass das Fahrzeug gar nicht mehr fährt. Das heißt, das Auto geht in den Notlauf. So. Der Dreck, den wir jetzt eben hier gesehen haben, der hört natürlich nicht bei den drei Klappen auf, sondern die Verbrennung an sich funktioniert so, dass wir eine saubere Luft haben, wir haben Diesel und wir haben verarbeitete Abgase, die ebenfalls dem Motor zugeführt werden. Und diese Abgase, haben wir gesehen, die lagern sich zum Beispiel in der Ansaugbrücke und bei den drei Klappen ab. Aber das Ganze geht natürlich weiter. Das heißt, wir haben auch Ansaugkanäle hinter der Ansaugbrücke, wo wir die Ventile finden. Und dort haben wir auch das Problem, dass dieser ganze Pumper, dieser ganze Dreck, den wir eben gesehen haben, dass er sich natürlich auch dort absetzt und festsetzt. Was ist das Problem dabei oder warum ist das halt für uns problematisch? Drei Klappen haben wir verstanden, warum das blöd ist. Wenn die klemmen, Regeneration, es kann sein, dass die sogar abbrechen, kaputt gehen, was auch immer. Bei der Versottung, die wir jetzt prüfen, die Versottung der Ansaugkanäle, ist das Problem folgendermaßen. Das ist zum Beispiel das Volumen des Motors. Dieses Volumen des Motors nimmt nach einer Zeit zum Beispiel ab. Aber der Kraftstoff, der dem Motor eingespritzt wird, zum Beispiel diese Menge, bleibt identisch. Das heißt, er nimmt nicht ab. Und dadurch, dass wir hier weniger Luftvolumen im Motor zur Verfügung haben, weil das Luftvolumen zum Beispiel mit Abgasen sozusagen besetzt ist oder mit dieser ganzen Pampa, haben wir dadurch ein fettiges Gemisch. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff eingespritzt wie früher, aber wir haben auf einmal weniger Luftvolumen zur Verfügung. Und dieses Luftvolumen prüfen wir jetzt. Das Fahrzeug wird jetzt verschiedene Drehzahlen anfahren. Das erhöht sich, das wird bei euch zu Hause genauso passieren. Und wir haben gleich ein Ergebnis. Das heißt, wir haben Maximalwerte von bis und wir haben verschiedene Ergebnisse bei verschiedenen Drehzahlen. Und wir werden gleich sehen, wie viel Volumen des Motors ist noch übrig. Je mehr Volumen übrig ist, desto besser ist das natürlich. Wenn das Volumen eingeschränkt ist, dann muss man das reinigen. Das heißt, die Reinigung in so einem Fall ist eine teure Angelegenheit. Wir liegen preislich so zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Das ist viel Geld, was eine Garantie nicht übernimmt, was ihr selber irgendwann zahlen müsst. Deswegen ist es sinnvoll, das zu prüfen. Und genau das sehen wir hier. Wir haben ein Fahrzeug aus 2016. Das Auto hat 100.000 Kilometer. Und ihr seht, wir haben hier Maximalwerte von 30 bis minus 30. Aber wir haben hier Werte von 16,5. Von 14. Das heißt, die Hälfte des Volumens des Motors ist bereits mit Abgasen belegt, mit der Pampa, was wir da gesehen haben. Und das ist natürlich nicht gesund und nicht schön. Deswegen sagt auch BMW, ab einer bestimmten Laufleistung, je nach Verwendung des Autos, muss man eine Walnussschalenreinigung machen. So eine Walnussschalenreinigung ist sehr komplex. Natürlich kann man das schnell zack, zack machen, aber genau so ist das Ergebnis. Deswegen, um das vernünftig zu reinigen, ist es kein Wunder, dass es 3.000 bis 3.500 Euro kostet, weil das ist erstens eine scheiß Arbeit und wenn man das wirklich vernünftig machen möchte, dauert das unfassbar viel Zeit. So, wir werden jetzt einmal weiterprüfen. Warum passiert das? Es ist einfach so, wir haben bei dem Fahrzeug, kann ich hier einmal kurz zeigen, eine Abgasrückführung. Das heißt, dem Motor werden permanent Abgase hinzugeführt. Das ist die Abgasrückführung. So sieht sie halt aus. Da ist ein Stempel, der fährt hoch und runter. So sieht die Komponente aus. Und der Stempel, der bewegt sich hier rein und raus, rein und raus. Das Problem ist, diese Abgasrückführung, die funktioniert so, dass solange wir sozusagen eine kleine Drehzahl haben, das heißt, solange wir viel Stadtverkehr haben, dann ist die Menge an Abgasen, die dem Motor zugeführt wird, sehr viel, sehr groß. Das heißt, je mehr wir in der Stadt fahren, desto größer ist die Menge an Abgasen, die dem Motor zugeführt wird. Fahren wir zum Beispiel viel Autobahn, viel Stadt, dann ist die Menge, das Verhältnis von den Abgasen zu frischer Luft sozusagen positiv, positiv fürs Fahrzeugleben, dass wir weniger Abgase zugeführt bekommen. Und früher gab es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man die Frischluftmenge
der Abgase verändern konnte. Das heißt, man konnte zum Beispiel 30% weniger Abgase dem Motor zuführen. Dadurch war das Problem natürlich nicht beseitigt, aber das Problem wurde nach hinten geschoben. Das heißt, es kam später. Nachdem diese Fahrzeuge alle aus der Garantie waren, kam ein neues Update für den BMW-Tester und diese Möglichkeit war nicht mehr möglich. Man kann das natürlich trotzdem immer noch machen, das heißt die Frischluftmenge der Abgase modifizieren, das heißt, dass der Motor weniger Abgase bekommt. Aber wenn so ein Fahrzeug zum Beispiel, keine Ahnung, 50, 100, 1000 Kilometer gelaufen hat, dann macht das keinen Sinn mehr, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man diese AGR, die Abgasrückführung, deaktiviert. Das heißt sozusagen, man sorgt dafür, dass der Motor nur mit Frischluft und sozusagen Kraftstoff arbeitet. Aber das ist auch nicht der heilige Gral. Das ist jetzt nicht irgendwas, was man neu erfunden hat und was alle Probleme löst. Denn es ist einfach so, jeder Tuner bei euch um die Ecke kann euch die AGR, die Abgasrückführung, deaktivieren. Und ich werde auf das Ganze einmal kurz eingehen, weil viele denken, sie tun was Gutes, aber im Endeffekt tun sie dem Motor was Schlechtes. So eine AGR-Deaktivierung ist sehr einfach. Es gibt bestimmte Software, die das für einen erledigt. Doch das Problem, was dabei passiert, werdet ihr selber jetzt verstehen. Wir haben frische Luft, wir haben Abgase und wir haben Kraftstoff. Wenn wir jetzt diese Abgase entfernen, indem wir die AGR deaktivieren, haben wir in der Summe weniger Luftvolumen, was in den Motor reinkommt. Denn obwohl die Abgase schlecht sind, trotzdem ist das ein Luftvolumen. Und das berücksichtigen die Programmierer nicht, das heißt die Programme oder die Tuner. Deswegen ist es oft so, dass wenn man die AGR deaktiviert, dass der Partikelfilter sich noch viel schneller zusetzt und das Auto noch mehr Probleme bekommt. Deswegen, wenn man im Internet recherchiert, in den Foren liest, werdet man viel darüber lesen. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, das Ganze vernünftig zu programmieren. Das heißt, dass man das fehlende Abgasvolumen, was man jetzt deaktiviert hat, mit Frischluft kompensiert. Das ist aber sehr komplex, weil das Abgasvolumen ist drehzahlabhängig. Das heißt, bei der einen Drehzahl ist das das Volumen, bei der anderen ist ein anderes Volumen. Und das mathematisch zu kompensieren ist sehr kompliziert. Deswegen, diejenigen, die das können, sind vielleicht in der Welt eine Handvoll Programmierer, die lassen sich das unfassbar gut bezahlen. Und natürlich kommt dazu, zu dem Ganzen, es ist natürlich nicht legal. Es ist nicht legal, die AGR zu deaktivieren. Es ist natürlich so, dass der TÜV, die EU, das nicht sehen kann, wenn das vernünftig gemacht ist. Aber es muss euch klar sein, wenn man die AGR deaktiviert, warum ist das überhaupt sozusagen ein Gesprächsthema? Warum machen oder warum überlegen das viele? Wenn man die AGR deaktivieren würde, dann würde sich der ganze Dreck, was sich zum Beispiel bei den Dreiklappen gesammelt hat, der ganze Dreck bei der Versorgung der Ansaugkanäle, würde sich über die Zeit lösen. Das heißt, man würde statt 3.500 Euro zu bezahlen für die Reinigung, könnte man das gleiche Ergebnis erreichen, wenn man die AGR vernünftig deaktiviert. Nur, dass man eine Sache versteht. Wir werden jetzt eine weitere sehr, sehr spannende Komponente prüfen. Und zwar, wir prüfen jetzt einmal den AGR-Bypass. Und zwar, das ist fast, oder wenn nicht das wichtigste, der wichtigste Ventil oder die wichtigste Klappe des Motors. Ne? Weil der hat natürlich sehr viel Einfluss auf bestimmte Komponenten. Ich werde euch das Ding gleich mal live zeigen. Ich starte einmal kurz erstmal die Prüfung und dann werde ich euch gleich mal erklären, warum das Teil so wichtig ist. Im Grunde genommen ist das so, wir haben zum Beispiel bei dem Fahrzeug, solange das Auto noch kalt ist, haben wir einen AGR-Bypass. Das heißt, das ist ein Bypass-Ventil, was sozusagen am AGR, an der Komponente, über die ich eben gesprochen habe, an dem Teil vorbeigeht. Warum wird das gemacht? Damit der Motor möglichst schnell warm wird. Das heißt, bis der Motor eine Temperatur von 50 Grad erreicht hat, laufen die Abgase permanent in den Motor rein, damit er, wie gesagt, schnell warm wird. Das dauert nicht lange in den, sagen wir mal, unseren Klimabereichen. Das heißt, das dauert vielleicht 5 Minuten, maximal 10. Also es geht relativ schnell. Und dann ist sozusagen der AGR-Bypass geschlossen und das Ganze, die ganze Regulierung von den Abgasen regelt die AGR, die Abgasrückführung, was den ganzen Motor versottet. Hier prüfen wir jetzt über verschiedene Temperaturen, ob der AGR-Bypass vernünftig funktioniert. Warum ist das für uns so wichtig? Ich werde das einmal ganz kurz zeigen. Das ist der AGR-Bypass. So sieht das Ganze aus.
Das ist der AGR-Kühler. Das ist die Komponente, die BMW sehr oft kostenlos tauscht, weil wir hier Probleme bekommen. Das ist die AGR selber. Das ist das Problem, das Ventil, was die Abgas sozusagen Regelung des Motors regelt. Und hier sehen wir den AGR-Bypass. Und zwar, hier kann man den sehen, das ist eine kleine Klappe, die bewegt sich einfach hier zum Beispiel. Und das Problem ist, wenn diese Klappe zum Beispiel klemmt, haben wir das Problem, wenn die zum Beispiel permanent offen ist, wenn sie normalerweise geschlossen sein sollte, dann haben wir Abgase durch den AGR-Bypass, was in den Motor reingeht, plus durch die AGR. Dadurch haben wir die doppelte Belastung an Abgasen, was in den Motor reingeht. Das Problem des Ganzen ist, der AGR-Bypass arbeitet natürlich permanent mit Abgasen. Daher ist es so, dass diese Klappe irgendwann halt immer mehr Hindernis hat und immer mehr sozusagen, es ist immer schwieriger, die zu bewegen. Bewegen tut das Ganze ein Unterdruckventil über einen Unterdruckschlauch. Der Schlauch kann zum Beispiel porös werden, das Ventil kann irgendwann kaputt gehen und die Klappe wird irgendwann halt einfach schwieriger zu bewegen. Und das kann man halt prüfen, weil wenn der AGR-Bypass, wenn die Klappe nicht richtig arbeitet, dann haben wir halt sehr viele Nachteile. In dem Fall haben wir verschiedene Temperaturen, die müssen wir erreichen. Das haben wir in dem Fall auch erreicht, das heißt, die funktioniert. Wenn die nicht funktioniert, zeigt er uns auch falsche oder verfälschte Werte des Partikelfilters an. Das heißt, zu gute Werte. Die Werte sind dann so, dass das Auto nicht auf die Idee kommt, selbstständig zu reinigen. Als nächstes gucken wir nochmal eine Komponente an, und zwar das Automatikgetriebe. Ich will das Video auch nicht zu lang machen. Bei dem Automatikgetriebe ist es immer sehr wichtig, sich die Adaptionswerte anzugucken. Bei BMW und Mercedes haben wir das große Glück, dass wir die Werte uns angucken können. Und anhand der Werte können wir sehen, wie ist der Zustand von dem Getriebe. So, und dann gucken wir uns mal die Werte halt an, wie die so sind. Okay, hier sehen wir was ganz Interessantes. Und zwar, wir haben hier Adaptionswerte bei 0. Warum ist das so? In diesem Fall hat jemand die Adaptionswerte zurückgesetzt. Zurückgesetzt, dass die Werte sozusagen, dass das Getriebe neu adaptiert. Warum macht man das? Oft wird das gemacht, wenn ein Fahrzeug verkauft wird. Denn wenn ihr zum Beispiel ein Getriebe nicht ideal schaltet, dann setzt man die Adaptionswerte zurück und das Getriebe fängt an, den Schleifpunkt der einzelnen Kupplungen zu finden. In dem Findungsprozess der jeweiligen Kupplungen ist das so, dass das Getriebe sehr sanft schaltet, sehr schön. Und wenn man so ein Auto halt testet, so eine Probefahrt man macht, dann ist es natürlich so, dass das Getriebe ideal schaltet und man hat kein Problem. Aber was kann es beim Getriebe überhaupt für Probleme geben? Beim Getriebe, wenn wir uns die Adaptionswerte angucken, können wir anhand der Werte sehen, wie ist der Zustand des Getriebes. Das heißt zum Beispiel, Zustand heißt, was ist die richtige Maßnahme? Würde zum Beispiel bei diesem Getriebe eine Getriebespülung oder ein Ölwechsel ausreichen? Oder ist es dafür zu spät? Haben wir in dem Fall bereits einen Druckverlust? Der Druckverlust sorgt dafür, dass das Getriebe einen außerordentlichen Verschleiß hat, also mehr Verschleiß, als es normalerweise verschleißen sollte. Und dieser Mehrverschleiß sorgt für einen Getriebeschaden. Dieser Druckverlust ist auch eine relativ teure Angelegenheit. Das heißt, um den Druckverlust zu beseitigen, kann es sehr teuer werden. Darauf gehe ich einmal ganz kurz ein. Das ist ein normales 8-Gang-Getriebe. Und wenn wir zum Beispiel Adaptionswerte haben, die uns sagen, wir haben einen Druckverlust, gibt es drei Orte, wo der Druckverlust sein kann. Druckverlust Punkt 1 sind die Dichtungen zwischen Mechatronik, das ist die elektrische Steuereinheit, die sitzt im Getriebe, also hier drinnen, und zwischen ihr und dem Getriebe haben wir zum Beispiel Dichtungen. Das ist, kann man sagen, vielleicht wie das Herz des Getriebes, und zwischen dem Herzen und dem Getriebe haben wir Dichtungen. Wenn die Dichtungen undicht sind, dann haben wir natürlich einen Druckverlust. Das ist ein möglicher Ort. Der zweite mögliche Ort ist die Mechatronik selbst. Das heißt, in der Mechatronik, wenn wir die zum Beispiel zerlegen, haben wir zwei Hälften, die sehen so aus wie eine Art Labyrinth. Und diese beiden Hälften sind durch eine Dichtplatte voneinander getrennt. Diese Dichtplatte kann zum Beispiel Beschädigung aufweisen, so wie hier. Ihr seht diese schwarzen Straßen, die fehlen hier einfach. Das ist hier defekt. Das ist ein zweiter möglicher Ort des Druckverlustes. Wenn es eins dieser beiden möglichen Orte in eurem Fahrzeug ist, dann halten sich die Kosten noch im Rahmen. Dann kostet das etwas mehr als eine Getriebespülung. So. Wenn es aber so ist, dass der
dritte Ort des Druckverlustes bei euch der Fall ist, das heißt, dass wir einen Verschleiß, einen metallischen Verschleiß in der Mechatronik haben, dann ist das natürlich eine teure Angelegenheit. In den meisten Fällen können wir anhand der Adaptionswerte schon sagen, weil wir einfach viel Erfahrung in dem Bereich haben, ob der Druckverlust in der Mechatronik er ist oder er nicht. Und wenn das in der Mechatronik ist, muss man verstehen, eine Mechatronik kostet neu bei BMW über 4.000 Euro. Natürlich kann man die vielleicht bei dem Getriebehersteller bekommen, für etwas weniger, aber trotzdem ist sie sehr teuer und meistens nicht lieferbar. Bei einigen Fahrzeugen können wir die sogar in Stand setzen, indem wir die aufbohren, aber das ist auch nicht immer möglich. Deswegen sollte man solche Sachen rechtzeitig prüfen und gucken, damit es einfach nicht teuer wird, weil es ist einfach schade, ihr kauft ein Fahrzeug und seid dann diejenigen, die dann diese ganzen Kosten, mit denen ihr nicht gerechnet habt, einfach investieren müssen oder kalkulieren. Deswegen lieber vorher einmal die einzelnen Sachen durchprüfen, dann wisst ihr ganz genau, wie ist der Zustand. Ihr habt eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, ihr könnt sagen, hör mal zu, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, du siehst den Zustand. Wir sagen euch auch bei der Diagnose, was kostet was, womit müsst ihr kalkulieren, dass ihr einfach auch einen Überblick habt, womit ihr rechnen müsst. Wenn ihr ein Fahrzeug zum Beispiel habt und ihr habt da ein Problem mit dem Auto, können wir genauso eine Diagnose machen und das Problem diagnostizieren, unabhängig, ohne dass ihr euch jemand irgendwas verkaufen möchte. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen gesammelt in dem Bereich beim Autokauf, bei Verkauf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, technische Fragen zu den einzelnen Sachen, schreibt das gerne in die Kommentare. Wir lesen immer die Kommentare, versuchen die auch mal zu beantworten und versuchen die auch in den Videos zu beantworten. Hinterlasst gerne ein Like bei dem Video, dann wird das bei YouTube natürlich besser vorgeschlagen und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.